Audiamo Plus. Wir hören uns. Kunst und Klischee. Kleingedrucktes zum ästhetischen Leben. Der Podcast von Katharina C. Herzog und Christian Batzand-Hegemark. Fangen wir an, oder? Ja, okay. Perfekt. Mittendrin. Also, Kebo. Christian. Wir sind wieder da. Ja, hallo. Neue Folge. Also, wir sind wieder da und wir haben heute jemanden sehr Bekannten zu Gast, Frau Dr. Agnes Huslein-Arco. Wir haben mit dir vor allem eine vielfache Museumsdirektorin und auch Kunsthistorikerin zu Gast. Wir werden darüber reden, weil wir fangen eben immer mit Sozialisierung an und wie kam das eigentlich. Aber ursprünglich hast du einmal Kunstgeschichte studiert und eine Dissertation geschrieben. Du warst dann annähernd oder ein bisschen über 20 Jahre die Direktorin von Sotheby's, nicht nur eben in Österreich mit Wien, sondern auch noch in Prag und Budapest. Richtig, ja. Dazu werden wir Fragen haben. Und dann ging das eigentlich weiter. Du hast unterschiedliche Museen geleitet. Das heißt, wir haben uns im Vorgespräch gedacht, na, wir haben mit dir auch eine Kulturmanagerin. Weiß nicht, wie du dich mit diesem Wort wohlfühlst, das können wir dann drüber reden. Jetzt sehen unsere Zuhörer ja nicht deine Miene. Sprich gerne. Naja, nein, Manager ist für mich immer so ein Begriff, der mehr in der Wirtschaft verankert ist. Ja. Aber irgendwie haben ja heutzutage Museen sehr viel auch mit wirtschaftlichen Belangen zu tun. Also daher stimmt es ja irgendwo. Ja. Und bei Sotheby's war ich, ja, das heißt wirklich, würde ich sagen, hat was mit Management, ja, mit Wirtschaft in erster Linie zu tun. Ja, naja, und jetzt anstatt, dass wir hier weiter aufzählen, weil wir werden da überall noch hinkommen, würde ich da beginnen, wo wir immer beginnen, eben in der Kindheit und fragen, wie war es bei dir in der Kindheit konkret bezüglich Kunst? Wir wissen von dir natürlich, dass dein Großvater ein sehr bekannter österreichischer Künstler war. Du hast eben dann auch deine Dissertation über ihn verfasst, über eine bestimmte Arbeit. Wie war das? Naja, die Kunst hat schon eine sehr große Rolle gespielt. Es war ein bisschen so ambivalent, weil ich komme aus einer sehr alten, aristokratischen Familie, wo Kunst und Kultur, aber die alte und die Traditionen sehr hochgehalten wurde. Und auf der anderen Seite hatte ich eben diesen großartigen Großvater, den ich aber als Kind nicht als solchen empfunden habe. Und mein Vater, der war wirklich so ein sehr imposanter, sehr belesener, sehr kultivierter Herr, vom Scheitel bis zur Sohle. Also man hat ihm das schon, wenn er gekommen ist, angesehen. Und der hat ein ganz inniges Verhältnis mit seinem Schwiegervater, meinem Großvater, gehabt. Und wir sind erzogen worden, gerade sitzen, ordentlich sprechen, schön. Da richte ich mich gleich auf. Ja, also sehr streng. Und wir sind aber, also nicht jeden Samstag, aber sehr oft am Samstag mit dem Vater ins Atelier vom Großvater gegangen. Und das war im 4. Bezirk in der Argentinierstraße, im letzten Stock, mit Blick über ganz Wien. Und natürlich ohne Lift. Und wir haben immer Hunde gehabt, immer Schnauzer, Mittelschlagschnauzer. Und der ist schon vorgelaufen. Und wenn der Großvater nicht da, da gab es ja auch kein Telefon, wenn der Großvater nicht da war, ist der Hund ganz traurig zurückgekommen. Also wir sind dann in dieses Atelier gegangen. Und das war unglaublich eindrücklich, auch für ein Kind. Ich war ja 10, wie er gestorben ist. Es hat nach Farben gerochen, nach Terpentin. Und die Staffeleien sind herumgestanden und dieses Atelier war riesengroß, muss mindestens 15 Meter hoch gewesen sein. Was? Und also wirklich ein prachtvolles mit Blick, vielleicht war es nur 10 Meter, aber sehr hoch, ja, also riesenhoch für mich als Kind. Und das Tolle war dran, also da ist er dann, in der Mitte waren so Couchen, da ist er gesessen und hat erzählt, was ihm widerfahren ist und die anderen Künstler und der Wartrupper und hat geschimpft, aber das alles in schweren Kärntnerisch. Also wir sind also völlig verschreckt dort gesessen und das Beste dann an der ganzen Sache war, er ist dann meistens aufgestanden, war sehr groß, fast mächtiger Mann, ist dann geschlurft im hinteren Teil des Ateliers hinter einen riesigen Pavillon und ist er zurückgekommen mit so einem Lachsschinken, das hat er dann auf den improvisierten Tisch geknallt, der eine umgekehrte Palette war
Und hat er mit seinen dicken Fingern hat er diesen Schinken abgeschnitten. Und hat es, wir haben uns schon gefreut, haben gedacht, jetzt kriegen wir was. Nein, der Hund, die Schufti hat es bekommen. Und wir haben nichts. Und wenn seine Freundin da war, die war eine Schweizerin, dann waren wir sehr glücklich, weil dann haben wir wenigstens hier und da Frigor, diese Schokolade, Frigor-Schokoladli oder wie das heißt, bekommen. Aber von ihnen haben wir nur, je nachdem, einen silbernen 25er oder 50er bekommen. Aber er war unglaublich imposant und diese ganze Atmosphäre war unglaublich und hat erzählt, was er getrampt hat, so, ja, so in Kärntnerisch und ja, und wie schrecklich, dann, also unglaublich. Aber also das ein bisschen furchteinflößend. War so mystisch, wie soll ich sagen, es war alles so aus einer anderen Welt, ja, und dann war es dämmerig, da hat er die Kerze angezündet mit so einem, da gebastelt aus Papier einen Hut und hat erzählt und Wein getrunken natürlich aus Dopplern, also eine andere Welt. Also ich bin 10 Jahre alt gewesen, wie ich das letzte Mal dort war. Und es gibt keine wirklichen Bilder von diesem Atelier, aber die ganze Kunstwelt war dort. Alle seine Schüler, alle sind dorthin gekommen. Gut, wie ich Direktorin geworden bin in Belvedere, kriege ich eines Tages einen Anruf von der Marcille, eben dieser Freundin von ihm, und sagte, Agnes, ich hätte gerne, dass das Atelier ans Belvedere kommt. Sag ich, ja, Marcille, also sie war Schweizerin, die hat 50 Jahre lang dieses Atelier gepflegt und gehegt, nichts verändert. Und ich, die kleine Agnes, die mit 10 das letzte Mal dort war, kam 40 Jahre später wieder dorthin. Und es war alles gleich. Also es war sowas Berührendes. Also alles hat sie bewahrt. Es ist so, als wäre mein Großvater rausgegangen. Und obwohl ich 10 Jahre alt war, habe ich genau eine Vorstellung gehabt, wie es gehabt hat. Und es war genau so. Also, und es ist dann gelungen, dieses Atelier auch ans Belvedere zu bringen. Das einzige Atelier von einem Künstler des 20. Jahrhunderts. Es sind die geriebenen Farben dort, seine Doppler hinten, die Paletten, also sowas Atmosphärisches. Und wenn daher, jetzt war ein etwas größerer Exkurs, aber daher habe ich natürlich schon seit Jugend und Kindheit eine große Sensibilität für die Kunst und die Künstler. Und ich glaube, deshalb mache ich das auch, was ich mache, weil ich an meinem Großvater erlebt habe, wie schwer es ist für einen Künstler zu realisieren. Und hast du jemals ein Interesse gehabt, selber künstlerisch zu arbeiten? Ich bin völlig unbrauchbar. Ich kann nicht einmal einen Strichmandal machen. Wir haben natürlich auch Kunst zu Hause gehabt. Wir haben natürlich auch mit den Bildern des Großvaters gelebt und schönen alten Möbeln und Silber. Meine Mutter war sehr bewusst und hat uns Kinder auch immer gesagt, was ein schönes Porzellan ist. Und also es wurde Wert drauf gelegt. Aber ja, mein Vater hat die Zeichnung in der Schule für mich gemacht, weil ich so unbrauchbar war. Aber dann bist du denn zu Sotheby's gekommen. Wie hat sich das ergeben? Nein, es hat so begonnen. Ich habe auch nicht gewusst, was ich studieren wollte. Ich war ja ein sehr hübsches, junges Mädchen und wollte lieber Stewardess oder Mannequin oder irgendwas. Mein Vater, der sagt, Papp, das kommt überhaupt nicht in Frage. Da steht, die Agnes studiert Kunstgeschichte. Also habe ich Kunstgeschichte studiert. Das war sehr bieder und trocken. Und da habe ich gesagt, bin ich mir einen Ruck genommen. Sag ich, na, das kann ich nicht machen. Sagt er, also, das wirst du schon haben, aber ich habe eine Idee und habe mich als Experten-Elevin ins Dorotheum geschickt. Und da war ich und das hat mir Riesenfreude gemacht, weil mit der Kunst nicht nur theoretisch die Sachen zu machen, damals war das ja nur theoretisch in der Kunstgeschichte, sondern ich habe die Objekte in der Hand gehabt, ich konnte sie anschauen, ich konnte sie katalogisieren, ich habe gesehen, wie der Handel funktioniert. Also es hat mir Riesenspaß gemacht im Dorotheum und da habe ich daneben dann ganz schnell mein Studium fertig gemacht. Und so bin ich dann, dann habe ich geheiratet und war zuerst ein halbes Jahr in Afrika und dann sind wir nach New York gegangen, weil mein Mann Peter ein Fellowship gehabt hat an der Cornell University im New York Hospital. Und da habe ich mir gedacht, naja, also wozu habe ich denn das alles gemacht im Dorotheum? Und ich war schon Expertin für moderne Kunst und sprach sowohl bei Sotheby's als auch bei Christie's vor. Und Sotheby's hat mich dann genommen und dann habe ich 2 Jahre im Print Department in New York gearbeitet. Und das war für mich sehr lehrreich. Und wie wir zurückgekommen sind nach Österreich,
Da hat sich Sotheby's gerade überlegt, eine Dependance aufzumachen. Und habe gesagt, ja, die Kleine da aus New York könnte das ja machen. Und das habe ich dann gemacht mit 28, habe ich die erste Dependance. Das ist ja eine große Herausforderung, oder? Ich meine, dass man das dann einfach da in Österreich so aufzieht. Das war wirklich eine große Herausforderung. Und weißt du warum? Weil damals war ja, ich meine, Österreich abgegrenzt, links der eiserne Vorhang, auf der anderen umgrenzt, wir waren nicht EU. Es war völlig altmodisch grau und es haben ein paar Leute, ein paar Händler, haben eine Domäne hier gehabt und da haben gesagt, na, der Kleinen werden wir es zeigen. Haben wir gedacht, na, die Kleine wird es euch zeigen. Und habe das dann sehr erfolgreich aufgebaut, dieses Sotheby's. Also wir reden jetzt von 1980, 81 genau, und das ist 81, 82. Ja, genau. Okay. Ich würde gerne direkt von dem eigentlich zum Herzen dieses Themas Kunst, Kunstwelt, Kunstmarkt, nämlich Kunst. Ich würde gerne fragen, wie ist für dich über die vielen Jahre, wo du mit Kunst in Berührung bist, Kunst eigentlich definiert? Du hast vielleicht unterschiedliche, aber wenn du über Kunst nachdenkst, was ist es für dich? Auch mit dieser Geschichte mit dem Großvater, jetzt haben wir die anderen Familienmitglieder gar nicht wirklich so im Fokus gehabt, da gibt es ja vielleicht noch ganz andere Einflüsse. Aber was macht Kunst für dich aus, als jemand, der so nah an auch so ganz unterschiedlichen, weiß nicht, gut, bevor ich jetzt weiter laber, ich lasse dir Raum. Ja, eben, das ist das Problem. Kunst ist natürlich ein sehr weites Spektrum und ich habe auch ein ganz weites Spektrum. Mich interessiert alles eben durch diese Vorgeschichte, weil ich mich auch immer mit allem beschäftigen musste durch Sotheby's. Also ich habe ein sehr gutes Auge, das hat sich über die letzten Jahrzehnte irgendwie auch, das kann man beurteilen. Und ich kann sehr gut Qualität und habe ein großes Wissen durch all diese Jahre in diesen Auktionshäusern. Da lernt man richtig, sich mit Kunst beschäftigen. Man muss sie angreifen, man muss sie evaluieren, man muss sagen, ist das gut, ist das schlecht, ist das falsch und so weiter. Also man lernt zu schauen. Das habe ich natürlich auch geschaut. Und ich muss auch sagen, es hat sich über die Jahrzehnte auch, meine Vorlieben haben sich natürlich auch geändert. Aber in jedem Fall ist für mich Kunst ein Kunstwerk, einfach eine wunderbare, eine große Freude, eine visuelle Freude. Wenn ich dieses Werk sehe, freue ich mich und das löst verschiedenste Formen von Emotionen, Gefühlen aus, Erinnerungen, Assoziationen. Es ist eine große Bereicherung meines Lebens. Aber das muss jetzt nicht unbedingt nur ein Bild sein. Das kann auch eine schöne Zuckerdose sein. Und viele der Dinge sind mit Erlebnissen auch assoziiert, mit Freude, mit einer Bereicherung des Lebens, ganz einfach. Für mich ist das ein unglaublicher Mehrwert. Es kann Kunst auch auf Probleme einem hinweisen. Es gibt viele, viele Dinge. Ich umgebe mich halt persönlich mit Dingen, die mir Freude machen. Und ich muss sagen, ich habe auch über die ganze Zeit, ich habe auch selber gesammelt, halt im Bereich meiner Möglichkeiten. Ich habe alle Dinge, die ich einmal gekauft habe, habe ich nach wie vor um mich. Weil ich sie einfach Freude damit habe. Ein Kunstwerk kann ja auch vieles tun. Es kann auch eine Erinnerung sein. Ich meine, ich habe eine kleine, ich erinnere mich an, die ich eine Begegnung habe, da waren wir mal, war ich in Paris als ganz junge Frau und da war so ein alter Herr, der ein Maler war, der was verkauft hat, habe ich dem das abgekauft. Das hat mir auch gefallen. Aber immer wenn ich sehe, denke ich an den Menschen, der sich gefreut hat, halt über meine Banötsch, aber auch, wie er sich bemüht hat, in diesem Werk was auszudrücken und gleichzeitig ist es bei mir jetzt auch immer noch eine Erinnerung an eine wunderbare Zeit und einen schönen Abend. Ja, es gibt so viele Ebenen, wenn man Kunst anschaut. Aber weil du vorhin gesagt hast, du schaust ganz genau hin und dann kannst du beurteilen, ist etwas gut oder nicht. Wann ist Kunst gut und wann ist sie nicht gut? Das ist so schwierig zu beurteilen. Das ist ja jetzt abstrakt, weil gut, bei dem meinte ich, man muss natürlich, um zu sagen, gut ist auf vielen, vielen, vielen verschiedenen Ebenen abgesiedelt. Mhm. Aber gut zum Beispiel, wenn man das Werk eines Künstlers kennt, also ich weiß, was bei meinem Großvater ein gutes Werk und was ein schlechtes Werk ist. Und das weiß ich natürlich bei vielen anderen Künstlern auch. Ja. Ich weiß, viele Künstler haben ein gutes Frühwerk, aber das Spätwerk ist nicht mehr so gut. Und einfach jeder Mensch hat gute und schlechte Tage. Und wenn man sich sehr gut eingesehen hat, dann
erkennt man das halt einfach. Meinst du vom Strich her dann zum Beispiel? Nein, das kann man nicht sagen, vom Motiv her, vom Strich her, wie er das angelegt hat. Aber das muss man innerhalb eines Oeuvres sehen, einerseits, und dann andererseits, wie der Maler auch in der Zeit steht. Was hat es zur selben Zeit gegeben? Gibt es Maler, die ähnlich, oder ist er da eine Einzelposition? Steht er heraus? Hat er das abgekupfert? Also da muss man ein großes Wissen haben. Ja? Man muss wissen, was hat es zur selben Zeit gegeben? Was hat es zur selben Zeit von Böckel gegeben? Also ich kann den genau einordnen, aber das geht natürlich für viele Künstler. Es ist natürlich leichter, das einzuordnen bei Menschen, die schon ein ganzes Werk haben, als bei ganz jungen Künstlern, das ist klar. Da gehe ich bei ganz junger Kunst, also bei zeitgenössischer Kunst, da gehe ich natürlich, ich bin informiert, ich gehe zu allen Kunstmessen, ich gehe in Ateliers, ich kenne die Szene natürlich und die agierenden Personen, aber ich schaue mir, vergleiche das und kann das schon sehen, wie das innerhalb der Kunstszene steht, wie das auch innerhalb der internationalen steht, ob das eine Einzelproduktion, ob das was Neues ist, ob das lustig ist, ob das interessant ist. Das sind so viele Faktoren. Mhm. Aber in Wirklichkeit ist es eine große Erfahrung, die man auch gesammelt hat über all die Jahrzehnte. Weil sowas ja immer so abstrakt ist selbst. Und dann, ich glaube, viele junge Künstler und Künstlerinnen, die uns zuhören, die wollen wahrscheinlich auch in die Richtung wissen, okay, wann werde ich überhaupt ausgestellt? Also was muss ich machen, damit ich überhaupt einmal in ein Museum komme zum Beispiel? Weil sehr viele Positionen in Museen sind ja eher von älteren Meistern, sage ich jetzt einmal. Oder? Nein, das stimmt nicht. Nicht also, immer, aber... Also ich habe in Belvedere, wie ich in Belvedere war, habe ich mich ganz besonders, auch mit ganz jungen Positionen, ganz junge, die kriegen halt, wenn ich sie interessant gefunden habe, Im 21er Haus ja. Habe ich das ganz viel gemacht und immer wieder, ich gehe wohin, ja, und dann sehe ich einfach und sage, das finde ich jetzt interessant, mit dem möchte ich jetzt einmal probieren, irgendwas zu tun. Und das habe ich also auch, ich habe auch ganz Unbekannte im 21er Haus. Also wir haben Artists in Residence gehabt, wir haben alles mögliche internationale, die wir eingeladen. Ich meine, wenn man so ein Museum natürlich führt, braucht man natürlich auch sehr gute Kuratoren und die informiert sind. Ich kann ja nicht alles, man ist immer so gut wie auch seine Mitarbeiter zu einem gewissen Grad. Aber da hatte ich schon sehr gute junge Kuratoren, die wirklich den Markt unter Anführungszeichen, die Szene gekannt haben und mir oft gesagt haben, schauen Sie sich einmal das aus oder den finden wir gut. Es gibt auch junge Kunsthändler, die besonders gut und interessant sind, die ihre Künstler auch fördern. Schau, in Wirklichkeit ist das natürlich, diese Szene ist eine komplexe Szene, weil so ein junger Künstler ist natürlich arm. Er braucht irgendjemand, der ihm die Rutschen legt am Ende des Tages. Wer ist das? Wenn ein Glück hat, ist und auf einer Akademie ist oder irgendwo, die machen ja auch immer wieder Open Days und ähnliche Dinge. Und da gehen natürlich schon Kunsthändler, Sammler, Interessierte hin und schauen sich das an. Aber in Wirklichkeit brauchen die irgendeinen Manager unter Anführungszeichen und der Manager muss ein Kunsthändler sein. Und da sind sie natürlich sehr abhängig von der Aktivität dieses und der Vernetztheit, ja, vernetzt, heutzutage muss man sehr vernetzt sein, dieser Person mit durchaus auch Museen und anderen Händlern, aber vor allem dann auch Sammlern, nicht? Sie müssen die Kunst dieser jungen Leute vermarkten. Und es ist ein Markt, wo, wie man es drehen und wenden will. Der Kunstmarkt ist einfach wichtig, ist eigentlich eine Plattform, um dann weiter dann in Museen und zu Ausstellungen zu gelangen. Aber das bedeutet ja im Umkehrschluss auch, dass wenn ich zum Beispiel mich vollständig, ganz romantisch als Künstler, Künstlerin nur im Atelier aufhalten würde und sagen würde, ich bringe das Werk weiterhin zur Spitze und ich versuche das zu pushen, aber die anderen Sachen, die wird wer andere machen, aber vielleicht kümmere ich mich gar nicht darum, ein Netzwerk mit aufzubauen. Dann, geht heutzutage nicht. Dann wird man einfach unsichtbar bleiben. Man wird unsichtbar bleiben. Also das geht nicht, kann er sich auch nicht leisten, weil der oder die, sie werden auch etwas verkaufen müssen. Alle erfolgreichen Maler und Künstler und was Skulpteure, you name it, Künstler und Künstlerinnen brauchen einfach engagierte Kunsthändler oder
benötigen sie ganz einfach, die ihnen weiterhelfen und ihnen die Türe offen. Weil ein Künstler fokussiert sich auch auf was anderes, der fokussiert sich auf seine Kunst. Die wenigsten verstehen sich selbst zu vermarkten, eigentlich kaum. Aber ich glaube, da beginnt es ja schon mal, dass man den überhaupt findet. Ja, das ist sicher wahnsinnig schwer und vor allem in Österreich gibt es natürlich nicht so wahnsinnig viele. Ja, das ist also sicher ganz. Die ganzen Studenten, Studentinnen zum Beispiel, Hunderte gehen dann ab pro Jahr. Ja, haben wir schon mal besprochen. Ja. Und wo finden die Platz? Ne? Ja, das ist ein wahnsinnig komplex. Also ich beneide niemanden, der Künstler ist oder Künstlerin ist, weil das ist sauschwer. Also, und man braucht eine Riesenportion Glück dazu, dass man quasi entdeckt wird. Ja. An dieser Position denke ich mir, du warst ja über sehr viele Jahre allein einmal bei Sotheby's, aber dann auch danach als Direktorin an unterschiedlichen Häusern. Du hattest und hast Einfluss. Woher kannst du wissen oder wie machst du das, dass du unterscheidest zwischen hier ist jemand an meinem Einfluss interessiert und hier ist jemand tatsächlich an mir als Menschen interessiert? Weil ich nehme an, dass es genug Leute gibt, die Letzteres vermitteln wollen, aber eigentlich nur. Also ich habe ja, das ist ja auch bekannt, dass ich meistens nach jedem meiner Ende, in Salzburg vielleicht nicht, aber auch Belvedere Ende, dass das ja nicht immer ganz friktionsfrei war, diese Beendigungen. Und natürlich, ich meine, wenn man Direktorin des Belvedere ist, da rennen einem viele Leute nach, umgekehrt auch. Aber ich habe eine sehr gute Menschenkenntnis. Das hat man mir auch anerzogen. Und ich glaube, das kann ich mir schon sagen, wenn ich mich für Künstler eingesetzt habe oder die gut gewonnen, dann habe ich das aus ganzem Herzen gemacht, weil ich das einfach, da bin ich wie ein Bulldozer. Das will ich jetzt und das mache ich auch, ja, und da kann mich niemand davon abbringen. Da bin ich so, das ist so in mir drin, ich muss das jetzt dann machen. Vielleicht wäre auch wie ein Künstler was machen muss, will den jetzt und ich will dem jetzt helfen, weil ich überzeugt bin, das ist gut, das ist interessant, das müssen die anderen Menschen auch kennen. Und natürlich, meine Güte, der Kunstmarkt das regt mich ja wahnsinnig auf. Da sind ja so viel Wichtigtuer dabei, die sich über die Kunst definieren. In Wirklichkeit haben sie keine Ahnung. Und dann sind viele Leute, die sich die Kunst kaufen, weil sie lässig sein wollen oder was gehört dazu, wenn man ein Geld hat, das ist so, ein Prestige an der Wand hat. Dann gibt es wahnsinnig viele Berater, so Kunstberater. Na, entsetzlich, ja, die haben zum Teil überhaupt keine Ahnung. Aber wenn da so Menschen hineinkommen, die auch keine haben, dann fallen sie in die Hände von so irgendjemandem. Das ist natürlich tragisch. Aber die Welt der Internationalen ist voll von diesen Menschen. Und am Ende des Tages kann ich nur jedem sagen, der Kunst kauft, du musst dich selber klug machen. Du musst zur Ausstellung gehen, musst gehen, musst selber lernen zu sehen. Manche lernen schneller, manche weniger. Aber natürlich, wenn man in einer Position ist, wo man etwas machen kann für die Kunst, hat man immer viele Schleppträger. Und wie ist das dann genau als die Konsequenz davon, sagen wir mit 28 hast du Sotheby's hier gegründet und dann über die Jahre, es wurde ja nur größer. Und wie verändert das, kannst du das aus heutiger Sicht sagen, wie verändert es auch unabhängig von denen, wie vielleicht Schleppträger da jetzt um einen herum sind, was macht der Einfluss und die Macht, die man hat mit einem? Ja, ich weiß nicht, ob ich zu Sotheby's Zeiten so eine Macht gehabt habe. Ich meine, ich habe auch nie darüber nachgedacht. Ich habe mich gefreut, das zu machen. Und mir war das ein großes Anliegen. Ich habe schon Möglichkeiten gehabt, natürlich. Zum Beispiel habe ich gemacht als erste, wie Wien um 1900, ich glaube 86 war die erste Ausstellung, die dann Klimt, Schiele und so weiter hochgemacht hat, habe ich gleich angehängt eine Auktion in London, Vienna Round 1900, weil es mir ein Anliegen war, dass die österreichische Kunst wirklich auch hohe Preise erzielt und dass die Menschen sie kennen. Und eben so in einem Anhängsel an so eine bedeutende Ausstellung war das natürlich super. Und also insofern konnte ich immer irgendwas bewegen. Und ich bin sicher, das klingt jetzt, aber ich sicher mit durch Rudolf Leopold, Serge Sabaski, Lauda und mich
weil ich die Ware an Land gezogen habe, ich habe die Chiles und die Klimps gefunden, um die sie sich dann streichen konnten, habe ich sicher einen großen Beitrag geleistet, dass die österreichische Kunst international und heute, wie viel, 100 Millionen über die Jahrzehnte, aber ich habe sicher eine große Basis gelegt. Aber ich mache es immer für die Kunst. Und das ist natürlich auch wichtig jetzt, wenn man sagt, das ist immer das gleiche Bild. Ja? Wenn ein Künstler einmal in einem Museum dann auch eine Ausstellung hat, ist das natürlich so ein bisschen wie ein Adelsschild. Und dann steigt natürlich der Marktpreis. Das ist auch ein Museum, adelt eigentlich in gewisser Weise. Und das ist natürlich, muss man schon sagen, vor allem international in den letzten Jahren sehr eng diese Symbiose geworden zwischen Galeristen und Museen aus verschiedensten Gründen auch, weil diese Galerien dann auch die Ausstellungen finanzieren und das ist so ein gegenseitiger Einfluss. Aber natürlich hat man einen Einfluss auf den Markt, wenn man in so einer Position ist. Aber ich habe es halt immer aus voller, ich habe mir nicht überlegt, ich war einfach überzeugt, dass Schiele und Klimt, dass man den international positionieren muss und auch Kurzweil und Liszt und alle miteinander und Kubin. Und ja, ich wollte halt einfach einen Beitrag dazu leisten, so ist es gekommen. Und so habe ich alles irgendwie immer angelegt. Ja. Aber weil du dieses Urgefühl, ich weiß in mir drinnen, weil ich durch meinen Großvater erlebe, wie schwer es für die Künstler ist. Und auch wenn er tot ist, der Schiller, ist ja egal, er hat trotzdem ein tolles Werk geschaffen und er verdient es, dass er international in derselben Riege steht mit den Franzosen und nicht irgendwo ferner liefen ist. Du hast vorher gesagt, du hast den Schiller gefunden. Meine Aufgabe von mir war es, Kunst zu finden, die man in London versteigern kann. Und ich habe hier, wo findet man? Naja, das muss man eben wissen. Und da habe ich natürlich auch ein großes. Am Dachboden bei mir zu Hause und 24 Schiele, aber das weiß niemand. Nein, aber das ist natürlich ein Teil des Wissens, wenn man für eine Auktion arbeitet, sollte man die Sammler kennen, wer hat früher was gehabt und auch eine Rolle spielen an dem Kunstmarkt. Und man geht aktiv auf die Leute zum Teil, wollen sie nicht vielleicht, und in London eine Auktion. Aber auch manche kommen, hören dann das super Ergebnis, und sagen, ich habe auch einen Schiele oder einen Klimt. Und hatte da ein ursprüngliches Netzwerk aus deiner Familie auch geholfen, weil du schon bestimmte über deinen Großvater schon Nein, Menschen kanntest ja, oder natürlich, die dich kannten? Natürlich, also ich habe durch das Dorotheum, habe ich viel gewählt. Ich habe genau gewusst, wie der Handel und wer die Sammler sind. Durch meinen Großvater wusste ich natürlich alle, das ist klassische Moderne, wusste ich natürlich auch, wer die Sammler sind oder nicht. Aber ihr müsst euch vorstellen, ich war damals ein 28-jähriges Mädel. Ich war zwar verheiratet, aber trotzdem musste mir das auch erst erkämpfen, dass ich ein valider, akzeptierter Gesprächspartner. Dass du angenommen wirst als hier genau, eine als Expertin. Ja, ja, natürlich, es war nicht so einfach. Aber wenn man dann Erfolge gehabt hat, dann ist man dann auch weiter empfohlen worden. Ja, aber es ist immer ein Kampf, ja, des Respekts auch in gewisser Weise für die Expertise und ähnliche Dinge. Das muss man sich immer erkämpfen, indem man natürlich auch die Ausstellungen, die man macht und die Künstler, die man präsentiert und was man macht, dass das bei den anderen Menschen auch ankommt. Sowohl bei den Kritikern, bei den Journalisten, man ist ja unglaublich ausgesetzt, bei den anderen Kuratoren, bei den Mitbewerbern. Also das ist schon jedes Mal hart. Ist dir egal, was andere Menschen von dir denken? Nein, ist mir nicht egal. Okay, weil da ja viele Leute mitreden und viele Kritiken kommen. Also es kommt immer darauf an, welche Art von Kritik es ist. Ich habe nicht sehr gern gehabt, wenn man mir sagt, naja, die Kleine, die weiß eh nichts, ungefähr so. Ich habe nicht sehr gerne, wenn man mir meine Kompetenz abspricht. Aber wenn sie sagen, die ist, was ich immer, laut oder, also man muss sich ja auch vorstellen, ja. Ich weiß gar nicht, wie ich das eigentlich alles gemacht habe, aber ihr müsst euch vorstellen, 82, da haben die meisten Frauen nicht gearbeitet. Ich war allein als junge Frau auf weiter Flur, lauter Männer. Da waren ja überhaupt keine Frauen. Das war am Kunstmarkt hier in Österreich, das war in London. Ja, die ganzen Experten, alle Männer. Und das war ambivalent. Auf der einen Seite haben sie gesagt, na, die ist ja ganz hübsch und durchsetzungskräftig und haben mir vielleicht zugehört. Aber ich musste immer dreimal so viel arbeiten wie alle anderen, um mich da durchzusetzen. Und auch, es hat lange gebraucht,
mit Leistungen, bis sie dann gesehen haben, naja, die leistet was und die bringt etwas, dass man dann auch akzeptiert wurde. Aber das war schon sehr, sehr hart, ja, immer. Und dann der Übergang, ehrlich gesagt, das hat ja niemand vor mir in der Form gemacht, also damals im Jahr 2000, wie ich beschlossen habe, aus dem Handel wegzugehen und zu sagen, so, ich werde mir ja jetzt Museumsdirektorin, weil ich hatte ja zeitgleich mit dem Sotheby's auch für das Guggenheim Museum 8 Jahre gearbeitet. Also da haben wir ja alle gesagt, na was will denn die blöde Kuh? Das ist eine Managerin, die kennt den Kunsthandel, aber wieso, wie kann die Museumsdirektorin werden? Also so, ohne mir überhaupt auch nur irgendeine, mal zu schauen, was macht sie? Heutzutage ist das ganz normal, dass der Kunsthandel mit den Museen und verstrickt war. Aber ich war immer irgendwie eine Pionierin, die immer das als erstes gemacht hat. Ja. In Amerika war das ganz und gang und gäbe. Da ist sehr oft jemand aus dem Auktionshaus in ein Museum gegangen und dann umgekehrt. Ja. Aber in Europa und vor allem in Österreich war das natürlich nicht der Fall. Wir haben in unserem Vorgespräch, ich weiß gar nicht, ob ich eine gute Frage hier zusammenkriege, aber wir haben über das geredet. Einerseits, wie hat sich der feministische Diskurs über die letzten Jahrzehnte verändert? Ich finde es genau jetzt etwas, was du angesprochen hast. So 1982 war man da offensichtlich ganz woanders. Die meisten Leute, die uns zuhören, ich meine, man wird es wohl rational wissen, aber man wird es nicht bedenken, glaube ich, wenn man bestimmte Lebensläufe beurteilt aus heutiger Sicht. Weil ich denke mir zum Beispiel ein Thema wie Quote bei Sammlungsankauf, das gab es einfach Nein. nicht. Ne? Genau, und auf irgendeinen Punkt wollte ich, aber den habe ich jetzt... Na, aber hast du darauf geachtet, wenn es um Kunstwerke ging, dass du auch Frauen nach vorne pusht? Weil das ja öfter sowas ist, dass sich Frauen gegenseitig nach oben hieven können aber sollten? Überhaupt nicht, aber das ist überhaupt nicht Teil meines Themas gewesen. Oder ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ich muss da mal schauen, dass ich meine Position selber absichere. Ihr müsst euch vorstellen, damals war es so, wenn man Kunstgeschichte studiert hat, dann hat man eine solide Kunsthistorikerin zu sein und in ein Museum zu gehen. Die haben mich als Abschaum betrachtet. Die Kunsthistorikerin, Doktor, die macht Kunsthandel, die geht in eine Auktion, das etwas Niederes. Niederes, was wird das? Also dann habe ich einmal bewiesen, dass es nicht Niederes und habe die tollsten Sachen hineingebracht. Außerdem war für mich das unheimlich Horizont erweitern. Sammler zu sehen, hat ja alles nicht, außer Leopold und Dichand und hat es ja niemanden kaum, das hat schon noch mehr gegeben, aber in Amerika, also das war ja, nee, ich war in ganz Europa unterwegs, ich habe die tollsten Sammlungen und Sammler und auch dann auch Frauen, da gab es dann schon einzelne, vereinzelt welche Architektinnen. Es gab in der ganzen Kunst kaum Malerinnen auch nicht. Die Lassenik hat ja auch damals niemand, auch nicht einmal ignoriert. Die Geo Aulenti, die große Architektin, ganz wenige. Und die, das in der Kunst, sagen wir, in den Zirkel um Otto Mauer waren schon einige Frauen. Also das war Monsignore Mauer, da war die Kiki Kugelnick und die Lasnik und so. Aber die Männer haben alles dominiert, jetzt als Künstlerinnen, als Künstler. Und aber im Kunstmarkt selber waren ganz wenige. Dann vereinzelt gab es einmal eine Galeristin, hat dann begonnen später, das war schon später, hat dann die Schwarzwälder gegeben, die vom Oberhuber, ihren Ex-Mann, protegiert wurde am Anfang. Die dann aber einen sehr guten Job gemacht hat. Aber es war also die Grinzinger, aber in Wirklichkeit war der Markt durch Männer bestimmt und auch international. Mhm. Das heißt, hast du nicht so ein Zitat gehabt, wo es um das gegangen ist? Sag mir noch einmal mehr, weil ich stehe gerade am... Dass Frauen keine gute Kunst machen. Ah, genau. Nein, das hat der. Das kommt natürlich nicht von uns, aber es gibt vom... von Baselitz gab es irgendwie ein Interview vor ein paar Jahren, ich habe es mir tatsächlich aufgeschrieben, aber ich finde es jetzt nicht. Mhm. Und der sagt ihm irgendwann, ja, genau, warte mal. Weil Männer bessere Kunst machen, verkauft diese sich auch teurer. Das hat er 2013 in einem... das würde er heute nicht mehr so sagen. Es war einfach so, man muss auch sagen, schaut, das sieht sie ja auch jetzt sehr schön in der Ausstellung der Abstraction in der Galerie der Modern, dass eigentlich die ganzen Frauen, Lee Krasner, John Mitchell, die eigentlich schon mit ihren Partnern, mit Pollock und mit allen, gleich gearbeitet hat, aber vom Kunstmarkt sind sie nicht rezipiert worden, sind sie nicht präsentiert worden, sondern es sind die Männer, die
am internationalen Kunstmarkt. Ich kann mich gut erinnern, mein Mann liebt nämlich John Mitchell, hat immer, wie wir in New York waren, hat gesagt, ja, wir sollten das kaufen. Woher fragt man sich? Aber er hat immer diese Mitchell, weil er die anderen, man hat die ganzen Männer, der American, also von Rauschenberg über Pollock und so, wie sie alle heißen, tolle Preise damals schon. Und die Frau, obwohl sie wunderbare Künstlerinnen sind, haben jetzt langsam finden sie Anschluss, auch an, preislich. Aber ich weiß nicht, warum das immer so war. Die Frauen haben sich erst so in den letzten Künstlerinnen, haben sich wahrscheinlich erst in den letzten so 15 Jahren so mehr und mehr an die Spitze, also gleich, zumindest gute Preise erzielt. Ja, ich meine, das ist was, braucht man dir jetzt nicht sagen, aber mir ist es trotzdem ein Anliegen, es in dieser Plattform hier gerade zu sagen. Ich denke mir dann immer, ich meine, Kunstgeschichte ist natürlich eine Männergeschichte. Wenn man sich anschaut, welche Frauen kennen wir aus den letzten, sagen wir, 500 Jahren, und jetzt soll jeder schnell einmal 10 Namen nennen von männlichen Künstlern und weiblichen Künstlern. Also wenn man es mal nur so binär sieht, und das ist ja auch nicht mehr zeitgemäß, aber dann werden einem sehr schnell einmal die 10 Männer einfallen, aber es werden einem nicht so schnell, ich meine, dann wird man an Frida Kahlo denken oder Camille Claudel, aber es wird sehr schnell... Es gibt schon ein paar, aber das Problem ist... Aber du als Kunsthistorikerin kennst ein paar, aber wenn ich jetzt jemand aber auf der Straße frage... Aber man darf ja nicht vergessen, dass bitte bis, ich weiß nicht genau wann, aber Anfang des 20. Jahrhunderts keine Frau auf eine Akademie gehen durfte. Die durften ja alle nicht eine Ausbildung genießen. Ja, das muss man auch mal sagen. Das ist ja alles genauso wie das Wahlrecht. Ich meine, Entschuldigung, es ist alles auf einem selben Blatt Papier geschrieben. Frauen in die Küche und sonst gar nichts. Und die Malerinnen, die sich so emanzipiert, waren entweder extrem stark oder in einem Land, ja, Carlo in Südamerika, also ein bisschen eine andere Situation, aber das waren ganz vereinzelte Positionen und die sich das finanziell auch leisten konnten. Ich glaube, das ist eh auch das Wichtige, dass man auch, also da gibt es ja auch dann diese Frage, Feminismus in der Kunst als Kunstströmung, warum ist es denn wichtig? Also ich finde genau, Menschen, die eben sich nicht damit auseinandersetzen, können so etwas fragen und wir haben jetzt schon die Antwort gegeben, eben ja, weil es fehlt ja offensichtlich die Stimme von 50% der Leute. Also wir werden sie nie wieder hören. Also wer die Frauenstimme in der Kunst aus 1822, 1740, 1403, wir werden es nicht erleben. Also nicht in dieser Tiefe und Breite, wie wir es vom... Also einzelne Positionen, aber es gibt eben ganz vereinzelte Positionen, die aus irgendeinem Grund, entweder weil sie aus einer adeligen Familie waren und also deshalb lernen und Zeitenunterricht oder so emanzipiert waren, wie... Es gibt schon tolle im 19. Jahrhundert, die Olga Wiesinger, Florian, und da gibt es schon tolle Künstlerinnen, die total emanzipiert, Bronzia Koller. Oft haben sie gute Männer gehabt, die sie unterstützt haben und ihnen die Möglichkeit gegeben haben. Aber die meisten, es gibt schon, also mir fallen schon einige tolle Frauen auf. Aber es war jedes Mal harte Arbeit. Für jede, die haben es noch einmal um 100% schwieriger gehabt als die Männer. Ja. Die Luise Moczycki, also es gibt viele, aber die haben alle ein schweres Leben gehabt. Ja. Auch in ihren Beziehungen mit den Männern meistens. Ja, Kunst machen, grundsätzlich, wie du vorher schon gesagt hast, ist ja eigentlich auch ein Privileg, oder? Es ist ein Privileg, wenn man so etwas kann. Ich glaube auch, dass die meisten Künstlerinnen und Künstler nicht leiden, sondern sie sind so, sie müssen das machen. Und sie machen das wahnsinnig gerne. Und die Kunst gibt ihnen das überhaupt, wenn sie finden, sie haben jetzt ein Werk geschaffen. Na, aber ich meine jetzt eigentlich so, dass man privilegiert ist im Sinne von, man muss irgendwie finanziell schon was, also finanzielle Unterstützung haben, damit man sowas teilweise machen kann. Weil. Ja, eine gewisse Art von Unterstützung braucht man einfach. Entweder man hat die Möglichkeit, dass man was verkauft, weil es eben gefällt, oder sonst braucht man die Unterstützung, ganz einfach. Ja, und das geht eben nur aus. Nein, es ist ein sehr schwieriger. Ja, aber es machen viele, lassen sich heutzutage nicht davon mehr unterkriegen. Früher war das eben so, weil sonst wäre überhaupt nicht möglich gewesen. Aber heute gibt es natürlich schon auch verschiedene Möglichkeiten an Stipendien und die Möglichkeit zum Studieren und so weiter. Zumindest am Anfang einmal einzusteigen entsprechend. Also ich glaube schon, dass das heuer leicht heutzutage. Aber kennst du diesen Privilegien-Walk, wo man quasi in einer... an einer Startlinie beginnt und dann müssen die Leute mal sagen, sie gehen jetzt einen Schritt nach vorne, wenn sie irgendwas, ein bestimmtes Kriterium erfüllt haben. Wie zum Beispiel, ich musste während des Studiums
nicht selbst arbeiten, weil ich wurde mitfinanziert. Dann kannst du einen Schritt nach vorne gehen. Und so kommen manche Leute immer wieder viele Schritte nach vorne und manche kommen eben nicht einmal ins Studium. Und die kommen vielleicht ein paar sogar Schritte zurück. Mhm. Und da ist Kunst schon eigentlich ein schwieriges Feld, um sich da durchzusetzen. Weil wie kommt man zu diesen Connections hat? Das denkt man nämlich oft. Also, ja, aber das ist, auch eine Gabe. Ja. Also manche können das. Wenn jemand ein total in sich verhaftet ist, kommt auch auf den Charakter des Menschen an, des jeweiligen. Manche können eben leichter kommunizieren. Und das fällt ihnen leicht hinaus und in ein Café und mit anderen Künstlern und in die Galerien zu gehen und in ein Gespräch zu kommen. Das ist auch eine Gabe, die manche Menschen haben sie und manche haben sie nicht. Aber zum Beispiel, ich komme aus einer landwirtschaftlichen Familie. Und für mich war das nicht normal, dass wir in Galerien gegangen sind. Das war einfach nicht an der Tagesordnung. Das heißt, wie ich auf die Angewandte gegangen bin und dann immer Galerien besucht habe, das war für mich ein fremdes Territorium. Da muss man sich immer zurechtfinden, habe ich das Gefühl. Ich habe mich sehr gut zurechtgefunden, weil ich eben, wie du sagst, sehr kommunikativ bin und auf Leute zugehe. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man sein ganzes Leben mit Kunst umgeben ist und es genießen kann, weil man in einer privilegierteren Familie zum Beispiel ist, dann hat man diese Scheu nicht mehr so. Dann kann man da ganz anders irgendwie eintauchen. Sicher. Und das ist das. Aber deshalb ist es so wichtig, und das mache ich auch, dass man in der Schule schon beginnt. Mich regt ja sowas von auf. Das ist kein Zeichenunterricht oder Kunstgeschichte oder auch Musik, ist ja geil. Dass man wählen muss zwischen Musik, Kunstgeschichte, bildnerische Erziehung, so heißt das. Und dann hat man fadisierte Leute. Also, und wenn man kein Elternhaus hat, wo die Kunst oder die Sensibilität oder das Interesse, name it, wie auch immer, da ist, ist das wahnsinnig schwer. Also deshalb bemühe ich mich zum Beispiel wirklich ganz immer. Ich habe mich schon in Belvedere besonders bemüht, auch in Salzburg und jetzt auch. Wir haben Programme, wir gehen auf die Schulen zu, dass die Lehrer ins Museum kommen, dass sie mit Kunst konfrontiert werden, dass man mit ihnen das nahe bringt. Ja? Also wir haben so viele, und das wird auch sehr gut aufgenommen. Aber ehrlich gesagt, das wäre Teil einer Ausbildung für jeden. Ja? Und dass das in der Erziehung nicht mehr vorkommt, finde ich ganz, ganz furchtbar. Weil es ist vielleicht für manche Menschen wichtiger als Mathematik, ja? Oder Physik. Hm. Ja, es ist eher so ein Nebenfach. Ich weiß nicht, ob das jetzt das korrekte Wort ist. Also im Schulischen vielleicht bedeutet Nebenfach irgendwas Bestimmtes, aber eben es gibt Mathematik und Deutsch und das sind wichtige Fächer. Und dann gibt es natürlich sowas wie Musik und bildnerische, heißt das Nein, wirklich? Das hieß heißt das so? Bildnerische Erziehung. Ich glaube, bildnerische Erziehung heißt das. Ja, aber es ist einfach, es muss ja auch nicht an. Man könnte ja auch in Deutsch oder in anderen Dingen sich auseinandersetzen mit einer Ausstellung oder mit einem Thema. Also da gibt es viele Möglichkeiten, aber wenn die Lehrer das auch nicht wissen und nicht die Nähe oder das Interesse haben, dann fallen diese armen Kinder durch den Rost. Und wenn sie ein Glück haben, kommen sie irgendwann einmal in die Nähe einer Ausstellung, aber manche nie. Ja. Gibt es Vergünstigungen für Menschen, die sozial benachteiligt sind in Museen? Ja, gibt es. Es gibt spezielle Tickets dafür. Also ich weiß jetzt nicht, das hat doch einen Namen, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, aber das gibt es. Es gibt vor allem also ein Ding, Hunger auf Kunst und Kultur oder so irgendwie. Also es gibt solche Tickets, dass die Leute reinkommen können in allen Museen in Wien, wirklich. Also in den wichtigen Museen. Weil dass da diese Barriere nicht entstehen kann, dass man da die Leute eben, sage ich mal dazu, dass man die... Wenn sie schon bis dahin gekommen sind, dass sie dann wenigstens reinkommen. Ja, also deshalb ist mir das auch wichtig. Ich habe zum Beispiel einen Abend immer freien Eintritt, dass die Leute kommen, dass jeder kommen kann. Aber ich finde, einen Grundstein, eine Basis zu legen, den Kindern früh an die Kunst heranzuführen, in irgendeiner Form, ja, das wäre schon sehr, sehr wichtig. Na, ich denke mal, es ist an sich, also könnte man jetzt auch als Frustration bezeichnen, aber es bringt eh nichts. Aber wenn ich mal denke, die Leute um uns herum, jetzt mal einfach unsere Generation, aber bei dir genau dasselbe, die Kunst machen, das ist ja aus einem Bedürfnis. Da gehört was ausgedrückt, was du auch ganz zu Beginn gesagt hast. Es kann was Ästhetisches sein, es kann was Gesellschaftliches sein, aber es gibt hier ein Bedürfnis. Und das Bedürfnis, das jetzt quasi ich habe, etwas auszudrücken, ist ja möglicherweise ein ganz ähnliches Bedürfnis oder eine ganz ähnliche Traurigkeit oder Freude, die andere Person hat, die nicht sich künstlerisch ausdrückt. Und das aber dann, wie du sagst, ja schön und gut, dass man da gratis wo reingehen kann, aber die Leute wissen ja dann zum Großteil gar nicht, dass es dieses Haus gibt.
Ja. Und die wissen, also so, und wenn sie wissen, dass es das gibt, dann, so wie wir auch mit der Andrea Kopranovic vor Ewigkeiten geredet haben über Galerie, warum gehen die Leute eigentlich im Schnitt nicht in eine Galerie hinein? Ne? Sie und gehen alle zur, also wenn, die gewisse gehen zur Eröffnung und nach, selbst danach geht kaum jemand hin. Ja. Aber das ist eine Riesenbarriere auch. Genau. Und da ist nämlich die Arbeit, die man eigentlich machen müsste, und da bemühen wir uns, also jetzt in meinem Museum, schon sehr, die Barrieren möglichst niedrig zu halten und die Leute einzuladen und viele Möglichkeiten zu schaffen, dass auch wir verschiedenste Bevölkerungsschichten ansprechen. Mhm. Aber eben, ich bin ganz, also wir, und das war auch die Gründerin, die Heidi Horten, die hat also wirklich da die Unterstützung für Kinder und Kinderprogramme, hat sie wirklich immer unterstützt, und das machen wir weiter. Genau, das war mir jetzt auch noch ein Anliegen, nämlich zwei Namen jetzt herumschwirren gehabt, aber nicht benannt. Einerseits von deinem Großvater, du hast so kurz den Nachnamen gesagt, aber Herbert Böckel, dass der Name benannt ist. Google him, für alle, die es interessiert, weil man kann es natürlich bei uns nicht sehen im Podcast. Und natürlich Heidi Horten Collections, das Museum, dem du jetzt vorstehst. Ich wollte nochmal woanders hingehen, nämlich auch ein bisschen wieder in was Markttechnisches. Im Vorgespräch haben wir gesagt, manche Menschen sammeln Briefmarken oder Panini-Sticker. Andere sammeln Kunstwerke um Millionen. Und was sind deine Erfahrungen gewesen über die vielen Jahre mit Menschen, die, weil sie einfach so ein Vermögen haben, dann vielleicht auch komplett den Realitätsbezug verloren haben oder einen anderen Realitätsbezug haben als eben, sag mal, die Masse in der Gesellschaft? Ja, also Sammler, wenn jemand ein Sammler ist, dann hat er ein Gen dafür. Ein Sammlergen, ganz einfach, ja. Und ich glaube, man kann jetzt nicht sagen, wurscht, ob Millionen oder sehr, sehr teuer oder nicht. Es ist wichtig, dass eine Passion da ist, dieses Bild oder dieses Objekt oder diese Briefmarke oder diese Zuckerdose oder whatever it is, besitzen zu können. Ja. Und natürlich, also das war mir zum Beispiel, wie ich bei Sotheby's angefangen habe, das war wirklich mir ein Wahnsinnsanliegen, Leute zum Sammeln zu bewegen. Und ich hatte damals, war es noch nicht alles so kompliziert, also da habe ich die Sachen aus London bekommen, ich habe ein sehr schönes Büro gehabt, die Palais Breuner im ersten Bezirk, und da habe ich immer wieder Sachen aus London gebracht, ausgestellt. Und mittendrin habe ich dann ein Abendessen gemacht und habe die reiche Dame neben dem Kunsthändler und dann neben dem Künstler, also bunt gemischt. Und da habe ich gesagt, das kannst du doch nicht machen. Sag ich, na klar kann ich es machen. Es geht um die Kunst heute. Und ich habe es wirklich geschafft. Erstens waren das tolle Abende. Die Leute haben sich riesig gefreut über die Austauschmöglichkeit, weil die hätten den nie getroffen. Das war mal schon super. Ja. Wirklich, es war super. Das waren ganz berühmt, diese Abendessen. Oder Cocktails, alles Mögliche habe ich gemacht. Hat immer nur bei den Cocktails Würstchen gegeben und ein Glas Wein. Also es war, heute reden noch die Leute. Aber ich habe auch Dinge gehabt und ich habe immer gesagt, du musst nicht anfangen. Schau einfach, beginn dich für etwas zu interessieren. Der eine hat dann bekommen, alte Meisterzeichnungen zu kaufen. Und das erste hat sich gefreut. Und dann das nächste hat begonnen, Kataloge anzuschauen. Ist dann weiter, ist ins Museum gegangen. Das war wirklich, ich habe wirklich gewisse Leute die Saat gesät, dass die dann zum Sammeln begonnen haben. Ja, und dann gibt es natürlich andere, die, also wie meine, Heidi Horten, die einfach gesagt hat, die andere Möglichkeiten gehabt hat, die halt einmal als erstes gleich einmal ein paar Hauptwerke der Kunstgeschichte, aber die hat die Bilder geliebt. Sie wollte mit denen leben. Die hat halt nicht so sehr gewusst, ob das jetzt so viel Millionen oder weniger, sondern sie hat die Kunst geliebt, ja. Und das war ja auch ihr Schlüsselerlebnis dann, wie sie diese Bilder im Leopold-Museum viele zusammen gesehen hat und gesehen hat, welche Freude sie den Menschen damit macht. Und sie war dann nicht mehr die Millionärin, sondern sie war die Kunstsammlerin, ja. Und sie hat wirklich, und das muss ich jetzt schon in Schutz nehmen, ich kenne wirklich viele, viele großartige Sammlungen und Sammler. Aber ich würde sagen, wirklich 90% davon kaufen das aus Liebe und als Freude und weil sie es haben möchten und weil sie damit leben und weil sie dann auch weiter sammeln. Das ist ja toll, wenn man die Möglichkeit hat, dann kann man zu Ausstellungen gehen und dann kann man den Händler und dann gibt es dort das. Es ist ja ein großes Netzwerk, das sich dann auf einmal ergibt. Also, und das kann im Kleinen sein, das kann genauso sein, jemand sein, der jetzt, Plakate sammelt.
Aber es geht ja darum, auch eine Bereicherung zu bekommen und sich mit etwas auseinanderzusetzen. Ja. Und das finde ich so wichtig. Und auch, das, was die Leute auch alle wollen, viele, die zum Sammeln beginnen, wollen dann auch die Künstler kennenlernen, wenn sie zeitgenössische Kunst. Also ich hätte immer wieder gesagt, ja, und kann ich die kennenlernen? Oder manchmal ist das auch gar nicht so gut. Dann ist es vielleicht sogar besser, wenn man, wenn man ein Kunstwerk kauft. Für viele, die haben dann eine Vorstellung, wie der Künstler sein oder die Künstlerin sein soll, die dahinter steckt. Aber trotzdem, also ich finde, da ist schon, sind wir viele Schritte weitergegangen, auch hier in Österreich, was da passiert ist. Aber es ist natürlich wahnsinnig viel Luft nach oben, keine Frage. Ich finde, es bedarf noch mehr Menschen, die Kunst und Künstler mit Sammlern und Interessierten vernetzen. Ja. Aber das heißt eben, dieses Verbinden von Leuten, ich hole mir jetzt nur einen Punkt raus, nämlich diese Soirees, das war dir scheinbar schon lange ein Anliegen. Es war mir immer ein Anliegen. Mir war immer ein Anliegen, die Leute miteinander zu verbinden. Ja? Das war so lustig. Der Kurti Kalb, das war damals ein Händler, der große Händler, der immer im schmuddeligen Hemd gekommen ist. Und dann ist er gesessen neben der Prinzessin, ich weiß nicht was. Also, die haben so erhetzt gehabt und es waren wirklich wunderbare Abende, die Menschen miteinander, wirklich aus allen Bereichen. Und ich habe gesagt, das interessiert mich nicht. Wir reden jetzt über das, was wir hier, um die Bilder oder was auch immer ich da gerade gehabt habe. Und es war ein totaler Erfolg. Also eine Erfahrung eigentlich. Man hat Erfahrungen gemacht. Ja, und man hat ausgetauscht und hat sich gut unterhalten. Aber im Mittelpunkt ist die Kunst gestanden. Ja. Ich frage mich halt schon manchmal, wenn man dann so Kunstwerke hat, die so viel Geld kosten, dass man sich sowas überhaupt einmal leisten kann, dass man so, ist das, dass man so ein Millionär wird, redet man dann eigentlich über Geld? Spricht man darüber, woher hat man das Geld oder wie kommt man dazu? Oder ist sowas ein Tabuthema? Oder? Das interessiert ja niemanden am Kunstmarkt, woher er das Geld hat. Ist es so, da redet man dann nicht drüber? Nein, warum soll man? Man weiß eh, woher er das Geld hat. Weiß man meisten. Das? Ja, schon. Weiß man das, okay. Oder naja, aber hinter den meisten Namen von sich und jetzt steht schon, weiß man woher das, also das weiß man schon. Oder bei Sotheby's, wenn man zum Beispiel Kunstwerke oder so verkauft, weiß man ja manchmal, dass die von irgendwo daherkommen, oder? Ist das nicht manchmal so? Es wird ganz genau abgecheckt. Also heutzutage, früher war das, sind sie von irgendwo gekommen, aber heute weiß man ganz genau, woher und was die Provenance ist, wer hat es davor gehabt, das wird heutzutage alles ganz genau abgeklärt und dass da ja nichts irgendwie unklar ist, das wird alles ganz genau überprüft. Also da gibt es dann diese ganzen Zertifikate und nein, es gibt keine Zertifikate, es gibt eine genaue Provenienzgeschichte. Müsst ihr kurz erklären, was das also ist? Also eine Provenienz ist, wer hat das Bild, wenn es vom Maler kam, wer hat es als Erster gekauft, als Zweiter, als Dritter. Und das ist natürlich sehr wichtig, welche Sammlungen das war, wer die Vorbesitzer waren. Es sollte immer eine Kette sein, dass man wirklich keine Unklarheiten hat. Das hat man bei Bildern vom 19. und beginnenden 20. Jahrhundert oft eben nicht. Warum nicht? Ja, weil das oft enteignet, da ist das große Problem der Provenance, dass während dem Krieg, es war die jüdische Bevölkerung, waren extrem kunstsinnig und haben große Sammlungen gehabt und die mussten ja viel unter Zwang verkaufen in dieser schwierigen Zeit und da gibt es oft Lücken in der Provenance, weil sie gezwungen wurden, das zu verkaufen und dann hat es irgendjemand gekauft und dann taucht es erst wieder viel später auf. Also das sind komplexe Sachen und das gilt für diese Art von Kunst, aber auch zeitgenössisch. Man will wissen, wenn jemand, ein berühmter Sammler, das besessen hat und dann verkauft hat, ist das natürlich auch ein Adel quasi. Ist immer gut für ein Bild, erhöht den Marktwert. Vielleicht noch als letztes Ding, ist eine vielleicht pathetisch zugespitzte Frage, aber so quasi ein großes Thema heute, nicht jetzt in unserem Gespräch, sondern in der Welt ist, wir haben ein Problem mit unserem Planeten oder der Planet hat ein Problem mit uns. Und jetzt gibt es einerseits das Wissen darum, dann gibt es Klimaleugner oder Klimawandelleugner und dann gibt es diesen Kunstmarkt, wo die Menschen um uns herum, weißt du, die versucht jeder ein bisschen einfach nur mal den nächsten Schritt zu machen und dann wissen wir natürlich auch, okay, dann gibt es Dinge, die kosten Millionen. So, einerseits, gut, es werden kulturelle Werte für spätere Generationen aufgehoben. Das hat einen Wert. So haben wir auch einen Vorteil von den vergangenen Generationen. Und dann gibt es da auch eine Dekadenz in dem Ganzen.
Wie kannst du das einordnen? Hast du dazu eine Meinung? Oder? Aber wie meinst du Dekadenz? Na, so, dass man sagt, dass manche Dinge so viel kosten, dass manche Dinge so viel... Na ja, gut, aber das ist auch eine Erscheinung unserer Zeit. Wir leben in einer Inflation. Und es ist, das muss man auch sagen, ob man, wie man es drehen und wenden will, wie es ist. Kunst ist ein gutes Investment in den letzten Jahrzehnten geworden oder den Menschen bewusst geworden. Also ich glaube, dass mehr und mehr in den letzten 20 Jahren die Leute aus bewusst, also auch als Investment zum Teil diese Kunst gekauft haben. Und in Zeiten wie diesen, in so einer unsicheren Zeit, wenn Leute wahnsinnig viel Geld haben, hängen sie sich lieber ein herrliches Bild an die Wand, als sie haben irgendwelche Aktien, die im Nirvana verschwinden. Ja? Die Kunst wird immer seinen Wert behalten. Vielleicht wird es weniger werden, aber diese Meisterwerke, die da jetzt letztlich dieser Paul Allen, auf das referierst du vielleicht, da war ja ein Werk, eine Ikone nach dem anderen. Und man muss natürlich schon auch sagen, dass auch ganz viele Menschen, die so teure Werke oder tolle Kunst haben, die Kunst an Museen vermachen. Und der Markt wird schon enger. Es gibt immer weniger so fantastische Werke, wie die jetzt letzte Woche drangekommen sind. Das gibt nichts mehr. Es wird immer weniger. Und wenn dann einmal was gibt, dann stürzen sich diese ganzen Millionäre, die es in der letzten Zeit, die Bezos und I don't know what in dieser Zeit es da gibt, auf diese Kunst. Und deshalb erzielt das solche Werte. Ja? Aber das wird, ein Klimt wird nicht billiger werden. Auch in den nächsten 200 Jahren. Es ist einfach die Werke von je älter die Produzierenden, je länger die schon verstorben sind, desto weniger Werke gibt es noch zur Verfügung. Naja, es gibt ja Gott. Klimt hat sowieso nicht so viel gemacht und das kommt hier und alle heiligen Zeiten mal an Klimt. Aber auch der Seurat oder der Monet, selbst die Monet, der sehr viel gemacht hat. Aber so tolle wenig gibt es eben weniger. Und es kaufen natürlich auch immer wieder Museen diese Sachen an. Ja, dort sollen sie ja auch bewahrt werden und gezeigt werden. Aber natürlich, deshalb werden diese Preise erzielt. Und das ist eine gute Investition. Ja, das ist, da ist man sicher. Das darf man nicht vergessen. Deshalb entstehen diese Wahnsinnspreise. Und wie geht es dir zum Beispiel heute damit, wenn du hörst, dass im Leopold-Museum Klimaaktivisten stehen und das an dem Bild vollschütten? Was sind da deine Gedanken dazu? Na, das finde ich ganz schlecht. Ich verstehe ja, dass sie auf das Klima aufmerksam machen wollen. Aber ehrlich, die Kunst, da sich auszusuchen, also Gott sei Dank machen sie es zumindest so, dass meistens kein Schaden bei der Kunst da ist. Aber ich finde das falsche Forum, ehrlich gesagt. Aber die Greta Thunberg hat ja immer wieder diese Walks gemacht und was auch immer, Demonstrationen. Und das hat ja geheißen, die Leute interessiert sie einfach nicht, wenn da jetzt irgendwelche Fridays for Future sind mehr. Es muss braucht irgendwas Radikaleres, ja, weil die Leute... Ja, aber sich Kunst auszusehen, I'm sorry. Ja, also das finde ich entbehrlich, muss ich schon sagen. Das ist das falsche Medium. Kunst ist, was von Künstlern geschaffen wurde für die Nachwelt und was Kostbares, was Leuten Freude bereitet, was auch sensibel ist. Also ganz ehrlich, dass wir bewahren, das ist ja auch eine unserer Aufgabe. Also das jetzt da mit Öl oder mit einer Form zu also ich finde, jetzt haben sie genug Aktionen, also sollen sie sich was anderes suchen, ganz ehrlich gesagt. Ich meine, ich verstehe schon den Punkt, dass sie aufmerksam machen können. Da gibt es auch meine Sympathie, ich verstehe das ja. Aber ja, weil es dann irgendwann heißt, also so ein Kunstwerk, wenn die Welt dann quasi untergeht oder so, dann braucht man die Kunst auch nicht mehr. Dann ist ja, das der ist aber, so. Ja, das dauert noch ein bisschen. In der Zwischenzeit wollen die Leute die Kunst vielleicht doch genießen und Freude daran haben. Also das ist ein Ansatz, der mir gar nicht gefällt, ehrlich gesagt. Ja. Das hat eh jeder eine Meinung also dazu. Das ist auch gut, dass wir es erwähnen, finde ich. Aber ich würde gerne trotzdem in Richtung Abschluss noch irgendwie, das muss jetzt keine Leichtigkeit sein, aber dass wir es vielleicht auf einen positiveren Ton runterfahren. Ich hätte was. Na, do it. Okay, well, go. Also ich glaube, in deinem Leben waren sicher sehr viele emotionale Momente, wenn es um die Kunst gegangen ist oder um Kunstverkauf oder um Kunstsammlungen. Kannst du dich an irgendeinen speziellen Moment erinnern in deinem Leben, wo du dir gedacht hast, boah, krass, dass ich das erleben darf, dass ich da dabei sein darf oder dass mir das gelungen ist? Na, da fällt mir ad hoc nichts ein, weil ich so viele Dinge erlebt habe. Nein, wirklich, ich habe so viele Dinge erlebt.
emotionelle Momente. Das ist ja das Tolle an meinem Beruf. Also es war alles, auch es war auch bei Sotheby's emotionell oft, wenn dann arme Leute, die wirklich was verkaufen mussten und die das wirklich sich vom Herzen gerissen haben. Das sind ja auch emotionale Abschiede von einem Kurs, wenn dich das ganze Leben begleitet und du musst das jetzt aus welchen Gründen auch immer nicht freiwillig verkaufen. Und das erzielt dann wirklich einen tollen Preis und löst die Probleme von diesen Leuten. Und dann kommt es vielleicht auch noch in eine tolle Sammlung oder in ein Museum. Also das waren schon zum Teil wahnsinnig berührend. Die Leute fahren ja dann hin und schauen zu und die Aufregung. Also das waren oft schon sehr, sehr berührende Momente. Aber ich habe viele berührende Momente erlebt. Auch mit Künstlern, die Freude, wenn sie eine Ausstellung gehabt haben. Aber auch für mich eine Ausstellung, die man die zuerst gesagt hat, das können Sie nicht machen, Frau Doktor. Oder wie auch immer, sage ich, das muss ich machen jetzt. Dass ein Erfolg ist, das sind alles freudige Dinge. Und man hat es ja mit wunderbaren Menschen zu tun. Ja, das ist ja schon per se. Aber ich habe auch Momente gehabt, wo ich mir gedacht habe, wisst ihr was? Ja, die ich sehr genossen habe. Und also ich erzähle ja jetzt die Geschichte noch zum Ende, weil das war, hat mich ja, ich bin hypersensibel. Und ich überlege mir aber nicht, wenn ich was sehe und ich will das machen, dann mache ich es. Ja? Da denke ich nicht drüber nach, dann mache ich es. Ich muss dann dort so hingehen, aber ich bin schon sehr sensibel, wenn so alles rundherum und so unangebrachte Kritik und so habe ich nicht so gern. Und wie ich Direktorin in Salzburg geworden bin, habe ich ja, da gab es ja ein Guggenheim-Projekt zuerst, dafür habe ich wahnsinnig gekämpft, ist nicht gelungen, wurscht, dann hat man eben dieses Museum der Moderne gehabt, aber die Salzburger sind ja so, wenn sie etwas haben können, dann wollen sie es nicht und wenn sie es nicht mehr haben können, dann wollen sie es. Also im Moment, wo das Guggenheim-Projekt kaputt war, wollten sie nur mehr das Guggenheim-Projekt und das da oben war eine Schirche, war eine Schuhschachtel und die haben mich auf der, was weiß ich, ein scheußliches Projekt, die waren so aggressiv, die haben mich zum Teil auf der Straße angespuckt, möchte ich nur mal sagen, ja, weil über das ich jetzt so ein Museum dorthin baue. Also furchtbare Momente für meinem Leben, wirklich. Ich habe auch Kinder gehabt, die zu Hause waren. Ich bin immer hin und her gefahren. Und es war wirklich, sie waren sowas von unnett zu mir. Es waren vielleicht 10 Leute, wirklich reizend, die mich unterstützt haben. Aber mein Mann hat jedes Mal, wenn ich angerufen habe, schon einen Spasmus bekommen, was jetzt wieder für eine Tragödie passiert ist. Na, habe ich mir gedacht, aber ich habe mich entschlossen, dass ich das mache. Und wenn ich es mache, dann mache ich es. Ja? Ich bin Eiskunstläuferin, Spitzensportlerin. Da geht man durch. So, da habe ich zuerst das kleine Rupertinum unten gehabt auf dem Platz. Da habe ich ein Jahr eine tolle Leger-Ausstellung gemacht und habe mich wahnsinnig geärgert vor der Tür. Das habe ich natürlich im Sommer gemacht, wo die ganzen Festspielleute da sind und so weiter. Vor dem Platz, vom Rupertinum, sind dann alle Busse gestanden, die mir die Sicht vergemacht haben und 6 Tage... habe ich dort angerufen beim Magistrat, sage ich, entschuldigen Sie, könnte ich da eine Skulptur vor das Rupertinum hinbauen? Habe ich gesagt, ja, sage ich, was muss ich machen? Sage ich, ja, nur wie groß und wie schwer und so. Sage ich, das mache ich. Und da habe ich im ersten Jahr habe ich eine wunderbare Arbeit von Hans West und, so jetzt fällt mir der zweite nicht, das Lemurenheim gemacht. War wahnsinnig lustig. Auf einer Hütte, die von einem berühmten Künstler gemacht wurde, innen drin, ist obendrauf eine Lemure vom Franz Wetz gesehen, die dann so runter auf die Festspiel, auf die runtergeschaut hat. Aber sie haben es nicht wirklich realisiert. So, nein, dann nächstes Jahr habe ich dann gesagt, so, habe wieder eingereicht, was machen wir? Ich habe die Künstlergruppe Gelatin ausgesucht und habe gesagt, also, was machen wir denn? Ich war schon klar, dass das wilde Hunde sind. Sag ich, was machen wir denn? Sag sie, naja, sie machen einen Triumphbogen. Sag ich, wieso einen Triumphbogen? Sag sie, ja, Salzburg, jedes Mal, wenn ein neuer Erzbischof gekommen ist, haben die einen Triumphbogen. Sag ich, gut. Und es ist aber auch gleichzeitig in Springbrunnen, weil in Salzburg gibt es so viele Springbrunnen. Sag ich, naja, okay, könntest du mal keine Skizze machen? Naja, sind sie ein bisschen umgangen. Ich dachte, auch gut, was muss ich besorgen? Eine Tonne rosa Plastilin. Sag ich, okay, eine Tonne rote Blatt. Also gut, dann sind sie gekommen vor dem Festspiel, haben da einen Riesen und dann Holz musste ich besorgen und so weiter. Also haben dort 7 Tage gebaut,
Und das Ende war, es war ein Mann, der rückwärts gebeugt hat in der Brücke und hatte den erigierten Penis gehabt, das war der Springbrunnen, mit dem hat er sich ins Haus, und das aus rosa Plastilin. Mit dem hat er sich was? Selbst anuriniert. Ja, ja, ich kenne es eh, also in den Mund gepinkelt. Naja. Also, muss man heute aussprechen, damit die Leute wissen. Ja, also es war rückseitig und es war ein Springbrunnen. Er hat einen großen Strahl, sein Wasser dann im Mund gelandet, mit einem sich schirrer Mund, mit Warze und die Socken sind runter. Also einmalig. Also sie haben das 7 Tage aufgehört. Überhaupt kein Skandal. Dann kann ich mich noch erinnern. Aber ich habe mir gedacht, naja, ein bisschen Magen, Bauchschmerzen, habe ich schon gedacht. Ich habe mir gedacht, naja, es ist schon etwas Kess, was die da machen, ob das gut geht. Aber jetzt bin ich schon da, jetzt muss ich durch. Ja, durch. Am Abend vor der Eröffnung habe ich es dann abgedeckt, haben es immer mit Planen abgedeckt. Hat der Landeshauptmann Schausberger mich alles gesagt, du musst denn das Ding da sein? Sag ich, das Ding da, ich war woanders, wo er mich angerufen hat, was für ein Ding da? Na, das Ding da! Sag ich, was für ein Ding da? Na, du baust doch eine Skulptur. Sag ich, ach so. Ja, sag ich, natürlich muss das Ding da sein. Das bleibt es da. Sag ich, ja, okay. Also am nächsten Tag, und ich habe mir dann gedacht, habe ich eine von den zwei Bürgermeistern eine Anzeige bekommen wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses. Ich habe mir gedacht, here comes trouble, Agnes. Jetzt musst du dich zusammen. Das ist nicht so lustig, wird wahrscheinlich nicht so lustig. Habe einen Sicherheitsdienst bestellt. Und da, wenn es dann richtig hart bin, bin ich total cool und reg mich überhaupt nicht mehr auf. Sicherheitsdienst bedient. So, um 6 in der Früh haben sie mich gesagt, Frau Doktor, 2 Feuerwehren und die wollen die Skulptur abtransportieren. Ich runter vom Berg, hab mich vor die Skulptur gestellt, hab die Gelatins, wir haben sie besetzt. Na, das war ein Spektakel. Also es war, 3 Bürgermeister sind dort gesessen unter einer der Schaden, die getobt haben, ich soll das wieder abtransportieren. Die ganzen Festspiele, es wäre die Pressekonferenz gewesen, alle waren dort am Ort, also alle dort, die Schauspieler, das Stück, alle haben applaudiert, haben das großartig gefunden, die Politiker haben getobt. Also am Nachmittag, ich soll es wegtransportieren ins Rupertinum, so, ich denke überhaupt nicht dran. Ich habe die Begilligung, habe ich natürlich nicht gemacht. Also es war ein Spektakel, das Sonntag. Klasse. Sie haben es dann am Nachmittag eingehaust, eine Holzhütte drum gemacht. Und dass der Prinz Charles, jetzt King Charles, wenn er vorbeigeht, dieses schreckliche Ding nicht sehen muss. Er hat zwar dann auf der Bühne Mozart lauter Nackerte vor sich stehen gesehen, aber das nicht. Und das war so typisch mein Anliegen auch mit der Politik, weil es ist ja absurd. Ja, es war 7 Tage dort, kein Mensch hat sich aufgeregt. Komm, tut die Politik, macht denn skandalisiert das. Und das war natürlich ein Remi-Demme und im Radio. Also das war ein sehr witziges Erlebnis, wo ich wirklich mir gedacht habe, so Leute, hoch, lebe die Kunst, aber die Freiheit der Kunst. Finde ich deswegen gut, weil ich habe das Gefühl gehabt vorher, als wir noch über das Leopold-Museum und diese Beschüttung da kurz geredet haben, du warst genervt davon irgendwie. Und ich glaube, wenn ich es richtig verstehe, weil Kunst ja wichtig ist. Ja, mir ist Kunst wahnsinnig wichtig. Ich mag nicht, dass Kunst vereinnahmt wird, ja, und beschädigt wird, die potenzielle Möglichkeit. Das tut man nicht. Ja. Ich habe immer die Künstler verteidigt, wie eine Wilde, und tu das und unterstützt, und das mag ich nicht, das tut mir weh, ja, ich will das einfach nicht, ja. Das verdient auch nicht, was wird sich denn der arme Gustav sagen, ja, wenn sein Bild da, oder auch alle jetzt diese Bilder, das finde ich nicht richtig eigentlich, ja. Das tut man nicht, man nimmt Kunst nicht für, man kann sie schon, aber nicht, indem man ihr wehtut, ja, oder sie verletzt oder beschädigt oder wie auch immer, ja. Also, und das habe ich natürlich schon als 8-Jährige mitbekommen, weil ich gesehen habe, wie mein Großvater verletzt wurde, ja, von anderen, wie er nicht die richtigen Ausstellungen gehabt hat, obwohl er ein ganz berühmter Mann war. Der Böckel war der Doyen, der alle in der Akademie im Abendakt, also war ein Grand Seigneur, ja, und trotzdem hat er es wahnsinnig schwer gehabt, hat 9 Kinder gehabt, den nächsten Auftrag, ist alles, ein Künstler hat ein sauschweres Leben. Und jetzt hör mal auf. Ja, nein, hier lassen wir stehen. Ich möchte eine persönliche Sache noch sagen. Mein Großvater mütterlicherseits hat bei deinem Großvater studiert. Ja, aber bevor wir komplett abschließen hier, machen wir das, was wir normalerweise am Anfang der Sendung machen. Es gibt ein paar Geschenke noch. Danke fürs Dasein. Gott. Genau, also du bist ja oft an der Spitze von Museen gestanden. Und hast die Kunstlandschaft in Österreich stark mitgeprägt und geshaped. Deswegen bekommst du das jetzt von
Und? Oh, was ist das Tolles? Eine Kleinigkeit. Es ist einfach ein Modelliereisen. Ah, Plastilin, sage ich nur. Gelatin wieder reinholen. Das schaue ich nicht. Ja, und eine Spitze, es hat Ecken und Kanten. Ja, wahrscheinlich toll. Braucht man die im Kunstsektor. Ja, das braucht man. Ja, und auch künstlerische Positionen ohne Ecken und Kanten bringen nicht so viel. Das heißt, das ist auch sehr wichtig. Das will ja nicht. Also das ist natürlich auch der gute Unterschied. Solange wir das halt so dekorative Kunst, das ist halt für viele ganz nett, sich das hinzuhängen. Aber wenn es ja mal ein bisschen anspruchsvoller ist und eben Ecken und Kanten hat, dann haltet das auch nicht jeder aus. Genau. Ja, weiter, ein zweites noch. Ja, do it, Kevo. Schnell. Museen und Kunst- und Kulturinstitutionen muss man auch immer betreuen, was du auch gemacht hast in den letzten Jahren, und hegen und pflegen. Ja, und ich habe da jetzt was mitgenommen, was du auch hegen und pflegen musst. Wow. Das ist eine kleine Orchidee. Ah, ich liebe Orchideen. Ich habe immer und überall Orchideen. Die will ich hegen und pflegen. Na bitte. Kommt in meine Orchideensammlung. Da, sehr gut. Aber sie haben es gern nicht kalt, deshalb lasse ich sie da gleich drin. Perfekt. Genau, das war's. Das war's. Tausend Dank. Danke fürs Gerne. Kommen. War mir ein Vergnügen. Und Kevo, was sagst du? Ja, war spannend. Also, dann drücke ich da drauf. Warte mal, dann kommt der Philipp wieder rein. Nein, ich glaube, jetzt kommt... Nein, wirklich. Hallo. Heute warst du aber geduldig mit uns. Gut, danke fürs Zuhören. Tschüss. Audiamo Plus. Wir hören uns.